Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Ja, ich glaube, das ist das richtige Spiel. Willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir die Fabrik mit Stuff für die Ölbohrung beliefert und haben endlich Level 6 erreicht. So, und jetzt habe ich mich dazu entschieden, den Royal BM-17, den ich in Alaska gefunden habe, mit dem H2 mal einzusetzen, und dafür wollen wir ihn auch upgraden. Ich meine, wir haben jetzt Level 6, haben auch vielleicht verbesserte Reifen dadurch, also haben verbesserte Reifen dadurch. Und jetzt schauen wir einfach mal an, was der so kann. Motor. Also er hat verbaut den 2300C A plus B plus A minus. Ja, gut, ich glaube, die Frage stellt sich nicht. So, Getriebe haben wir noch eins. Federung. Die müssen wir noch finden in Alaska. Okay. Reifen, genau. Ja, montiert Straßenreifen auf Straße excellent. Offroad durchschnittlich. Schlamm schlecht. Nee, das ist nicht gut. Straße gut, Offroad gut, Schlamm durchschnittlich. Das klingt auf jeden Fall schon mal besser. Und die Offroad-Reifen kriegen wir erst ab Level 8. Okay. Ja, dann nehmen wir die hier doch ab. Und die hier oben gleich vertickern. So, das waren die Reifen. Winde haben wir auch bisher nur eine. Ersatzrad können wir noch nicht. Rahmenzusätze. Genau, für die folgende Quest brauchen wir auf jeden Fall einen Kran. So sieht zumindest so aus. Und ja, hier wieder so ein Standard-Pritschenaufbau dazu, würde ich sagen, ne? Zack. Schnorcheln. Naja, komm. Wenn wir schon Offroad-Truck fahren, dann wollen wir ihn auch Offroad fahren. Gut, das sollte erstmal alles gewesen sein. Wie gesagt, Individualisierung habe ich schon gemacht. Gerade haben wir gesagt, meine Fahrzeuge sind ja bisher alle schwarz. Bis mir irgendwas Besseres einfällt, würde das auch bei den weiteren Fahrzeugen so bleiben. Dann verlassen wir die Werkstatt mal. Dann können wir nämlich schauen, welchen Auftrag wir heute machen. Oh, wir stellen den Motor aber mal noch ab. Und zwar machen wir den Auftrag verlorener Container. Was ist der? 1, 2, 4, 5. Oha. Herr Zofe, wir vermissen einen Container mit wichtiger Ausrüstung, ohne die wir nicht arbeiten können. Weit kann er nicht gekommen sein. Fahr hinaus und finde ihn. Wir werden dir sehr dankbar sein. Ersatzteile für die Bohrung. Die wollen nur einen haben. Dann nehmen wir den, ne? Wir müssen die ans Lager liefern. Ja, dann machen wir das. Wir setzen uns mal krassen Weg dahin. Und zwar. Ja, komm. Bin mal gespannt, ob wir mit dem hier ohne Probleme durchkommen. Gleich mal ein bisschen was testen. Im Notfall müssen wir uns halt wieder rausziehen. So, das klingt jetzt erstmal. Machen wir noch morgens. Dann sieht man die Sachen besser. Ich bin jetzt halt gespannt, was er so bringt. So. Und
das jetzt wirklich ein Versuch. Also dem bin ich noch keinen Meter gefahren. Den habe ich vom Finden geborgen. Wenn er jetzt nichts taugt, dann werden wir das wahrscheinlich relativ fix feststellen. Er hat auf jeden Fall Allrad, aber kein Differential. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann er auch keins dazu bauen. Also selbst wenn man noch eins findet, für den gibt es kein Differential. So. Und wir fahren erstmal außen rum. Oh. Ah, wobei. Oh doch, er beißt. Oh doch, 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 er beißt. Macht keine Anstalten hier. Für irgendwelchen Shit bisher. Selbst ohne Differential. Das, obwohl wir nur gute Reifen für. Oder durchschnittliche Reife sogar nur für Matsch haben. Geil. Auch hier. Bergauf, zieht er. Also recht ordentlich. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, sind eigentlich auch gleich schon da. Die Strecke ist diesmal echt nicht so weit zum Lager. Ich meine, die sind wir ja auch schon gefahren. Für Quest ganz am Anfang. Und beim Erkunden. Easy peasy. Jetzt biegen wir nämlich links noch einmal ab. Und dann fahren wir rechts auf die Straße und dann sind wir schon da. So, Arad. Kann man ausschalten, so rum. Schauen wir uns die ganze Show so mal an, wie das hier funktioniert. Mit dem Aufladen. Haken aktivieren. Kranmodus. Manuelle Beladung setzt voraus, dass du die Kranbedienung meisterst. Behalte die Störungshinweise im Auge und verfrachte die erforderliche Ladung in deinen Truck. Okay. Das wollte ich eigentlich. So, wir können. Wir können den komplett steuern. Wie geil ist das denn? Wir können ihn ausfahren. Wir können ihn einfahren. Nach links und rechts hoch und runter. Wobei, achso, doch, heben, senken. Okay, links heben. Ist ja aber gerade falsch dargestellt. Also bei mir ist LB heben und RB senken. Steht es irgendwie andersrum. Das ist mal mit Y und X. Okay, wir müssen erstmal darüber. Das ist das erste Mal. Heben. Dann heben. So, dann ziehen wir das Ganze mal ein bisschen gerade. Gehen hier weiter rüber. Wird immer noch gerade. Winde senken. Ne, das gerade heben. Okay, das ist gar nicht so. Doch wirklich nicht so einfach. Nur mal ein Stück hoch hier. Falsche Richtung gedreht. So. Ja, dafür brauchen wir ein bisschen motorische Fähigkeiten.
Senkt die Fracht jetzt mal komplett ab. Steht sie komplett drin? Ja. Abhängen. Modus verlassen. Fracht verladen. Okay. Dann. Dann wieder herstellen. Okay. Oh ne. Einfahren. Gut. Ist ein bisschen Friemelarbeit, muss man sich erstmal mit zurechtfinden. Aber läuft. Das ist auf jeden Fall mal eine andere Mechanik. So, und dann liefern wir die ganze Chose hier direkt ab. Haben dann wieder erfolgreich eine Quest abgeschlossen. Steht schon wieder so ein leerer Anhänger rum. Ems. Jo, kein Thema, Leute. So, dann machen wir als nächstes. Moment, irgendwo war hier noch der Schwertwrack. Der steht nämlich da hinten. Halt versucht, den da auch rauszuziehen. Das zumindest auszutesten. Ich glaube, dafür brauchen wir den anderen Kran. Ach komm, wir nutzen die Folge und testen beide Krans aus. So. Das heißt, wir fahren wieder zurück zum Lager, nehmen hier den dämlichen Anhänger mit. Dauert jetzt nicht so lange. Das sollte nicht so lange dauern. Ah, fuck, der passt doch gar nicht hier ran. Okay, okay, okay. Wir switchen. Der passt ja hier nicht ran, weil Kran und Dings. So, individualisieren. Armzusätze. Der Teleskopkran ist aber schon teuer. Kaufen. Ja, wir können den ja auch wieder verkaufen, ne? Werkstatt verlassen. Gut, dann nehmen wir die Quest hier an. Verfolgung starten. Wir fahren jetzt am dümmsten dahin. Ist auch mit Sicherheit nicht. Hopp. 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 Den Rest müssen wir dann gucken. Klingt nach dem Plan. Machen wir. Mal gucken, ob er das schafft. Also auch mit den Reifen jetzt hier. Ah, Hupe geht. So. Ich weiß halt nicht, ob er das jetzt schafft. Wegen der ganzen Geschichte mit der Differentialsperre. Die ist in so matschigen Gelände halt vielleicht doch wichtiger. Aber das ist jetzt ein Testrun. Ne? Das ist jetzt... Können wir das schaffen? Und entweder, jo, wir schaffen das oder... Nee, wir schaffen das nicht. Aber selbst hier macht er halt wirklich keine Mucken. Also die anderen Fahrzeuge sind da bisher gut. Die hatten halt auch keine Geländereifen jetzt drauf. Aber die haben da bisher schon immer direktere Schwierigkeiten gehabt. Was war das jetzt? Okay, auch hier. Fräst er sich durch. Konsequent bisher. Läuft auf jeden Fall.
Wie ist eigentlich die Innenansichtszone? Wollen wir ja auch mal austesten. Ja, okay, okay. Sehr spartanisch. Gut, und jetzt müssen wir hier mal gucken, wie wir am besten zu der Stelle kommen. Müssen wir hier durch die Bäume? Ja, das muss sehen. So, wo ist das Jüdestück denn? Auf da hinten. Eieiei. Kommen wir da jetzt am besten ran? Ich glaube, wir müssen nochmal zurück. Das ist nämlich so eine Kante. Der Kranausjäger macht uns vorne natürlich noch mal ein bisschen länger, als wir ohnehin schon sind. Auch das sind so Sachen, da muss man sich als Trucker erstmal dran gewöhnen. gut. Na ja, gut. Wir werden jetzt. Oh. Relativ schnell feststellen, ob es funktioniert oder nicht. Weil ich schätze mal, wenn wir stecken bleiben. Bleiben wir auf dem Hinweg stecken. Aber noch frisst er sich. Okay, wir stehen erstmal. Halb so wild. Haken aktivieren. Ich will nur mal schauen, ob wir, wie weit der Kran reißt. Kranmodus. Ob wir quasi bis dahin schon kommen? Nee. Deutlich noch nicht. Kran wiederherstellen. Haken sind deaktiviert. Das heißt, wir müssen uns darüber winden. Nein, wollte ich nicht. Kommt wieder rein, bitte. Danke. Wir müssen auf die Winde hoch. Und zwar bitte vorne an den Baum. Nein, ich will Bindenpunkte haben. Ich habe so die dunkle Befürchtung, dass wir hier auch mit dem BM-17, oh, wie gefährlicher Wasserstand, auch mit dem BM-17 nicht so viel reißen werden. So, sind wir jetzt maximal rangebindet oder wieder noch ein Stück? Ja, der Baum drückt schon. Okay. Haken aktivieren. Ja, ob das jetzt stabiler Stand ist, sei mal dahingestellt. Kranmodus. Nee, nicht mal. Haken aktivieren. Ah, okay. Dann in den Kranmodus. Jetzt raff ich's. Okay.
Dann. Nee, ich glaube, wir kippen da um. Ich glaube, wir kippen da einfach um. Nee. Okay, Kran wiederherstellen. Wir schauen mal, ob wir uns hier wieder selber rausfinden können oder ob es das jetzt schon quasi war mit unserem glorreichen Test hier. Da ist ein Baumstamm. Da ist noch ein Baumstamm. Den nehmen wir mal im Modus starten. Rückwärtsgang und Winden. Ah? Okay. Ah, ist gefährlicher Wasserstand. Scheiß. Bin zwar der Vorname ist Gefahr. Okay, es war ein Test. Leute, es war ein Test. Das hat nicht ganz funktioniert. Und immerhin haben wir ihn angehoben gekriegt. Was wir eventuell versuchen könnten, ist hier, Wände lösen, Wände anbringen, vorne jetzt, da, ist hier weiter rechts rüber zu fahren. Das sieht ein bisschen flacher aus. So vom Gesamtbild. Dass wir den dann quasi einfach nur an die Winde nehmen. Das ist jetzt noch der nächste Test, den wir. Geh doch weg. Vorne. Da. Gas. Genau. Also, dass wir nämlich jetzt versuchen, da noch so weit geht rückwärts ranzufahren. Ja, wir hängen an dem Baumstamm, ne? Ich glaube. Guck mal. Ne? Ziehen mal unseren Arsch darüber. Den anbringen. Wollen dahin, genau. Und wir winden einfach mal nur. Ich glaube, das wird wirklich nichts. Falsche Richtung, die Richtung war mal. Ah? Okay, jetzt hängen wir zwar auf dem Baum drauf. Das heißt, wir müssten noch mal mit dem Arsch da ein Stück rüber. Ob das wird.
Ich habe das dumpfe Gefühl, die Winde reicht dafür nicht aus. Auch doch. Aber wir kommen halt nicht weiter nach hinten. Das funktioniert nicht. Ah, schade eigentlich. Der Versuch war wert. Aber es sollte nicht sein. Nichtsdestotrotz denke ich, der Truck ist brauchbar. Erstmal. Der Allradantrieb ist da, standardmäßig. Die Differentialsperre fehlt halt. Das ist schwierig. Und uns fehlen jetzt auch noch die Upgrades, für dass er höher liegt. Also hier die erhöhte Federung und das bessere Getriebe. Aber sieht erstmal nice aus so. Auf einer Skala von 1 bis geht. Alles klar, dann war es das auf jeden Fall für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaut auch gerne wieder beim nächsten Mal vorbei. Ja, habt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.